zwar Parasiten im Körper. Also Parasiten, man spricht da davon, einen verunreinigten Biofilm, den man in sich trägt. Also da man irgendwie ständig nie halt unter top hygienischen Umständen lebt, wie zum Beispiel im Operationssaal und so weiter, sammeln sich halt im Laufe der Zeit Parasiten an. Parasiten vermehren sich überwiegend dann im Körper bei schlechter Ernährung, also zum Beispiel Würmer, so Wurmbefall im Menschen entwickelt sich zum Beispiel rasend schnell, wenn man ganz viel Weißmehl zu sich isst, zu sich nimmt. Oder Frauen, die zum Beispiel sehr gern Süßigkeiten essen, da gibt es dann so Ganda, ich weiß gar nicht, wie der heißt, dieser komische Parasit, der sich dann auf den Eierstöcken bei den Frauen ansiedelt. Und genau, und eben um diese Parasiten aus dem Körper auszutreiben, und es gibt Gehirnparasiten, die im Trinkwasser sind. 60% aller Deutschen haben zum Beispiel diesen Gehirnparasit. Ich weiß jetzt leider die Namen nicht alle genau. Und dagegen hilft eben dieses Terpentin, dieses Balsam-Terpentin. Das ist ja irgendwie, ist es so überall bekannt. Also das ist vor allem schon ein seit Jahrtausenden bekanntes Mittel, um seinen Körper eben frei von diesen Parasiten zu handeln, halten. Und dieses Balsam-Terpentin ist nichts anderes. Das wird gewonnen aus, so wie es jetzt hier zum Beispiel ist, ich sitze hier unter dem Nadelbaum, das wird gewonnen aus diesem Harz. Das hatte man auch früher Baumpech genannt. Früher war Kaugummi, also dieses Baumharz, das fällt so, ist so nach einer Weile getrocknet am Boden. Das steckt man dann einfach im Mund und kaut rum, und das wird dann wie zu Kaugummi. Also völlig ohne Zusätze, ganz natürlich. Und in diesem Baumharz ist dieses Balsam-Terpentin. Und dieses Balsam-Terpentin befreit eben den Körper von diesen ganzen Parasiten. Also man merkt es dann auch. Ich hab da jetzt gerade ein bisschen was gesammelt unter so einem Nadelbaum. Also es gibt es von Kiefern und Fichten und allen möglichen. Also die kann man alle zu sich nehmen. Da nimmt man halt am Anfang weniger, so ein kleines Stück, und mit der Zeit kann man schon sich dann mal sowas reinstecken und das so 2-3 Stunden kauen, bis das ganze Terpentin aus diesem Harz rausgekaut ist, und dadurch kriegt man eben einen parasitenfreien Körper. Also, und wenn man da zum Beispiel im Internet jetzt bei Amazon die Kundenrezensionen liest, die das Balsam-Terpentin zu sich genommen haben, das glaubt man gar nicht, was für hübsche Mädchen mit 20 und 22 Jahren, was die sagen, wenn sie bloß am Tag einen Teelöffel von diesem Balsam-Terpentin zu sich genommen haben und sich eigentlich auch relativ gesund ernährt haben, wie die sagen, wie die dann von ihrem Wurmbefall befreit werden. Die hätten es nicht für möglich gehalten, dass in ihren Verdauungstrakten sich innerhalb von so kurzer Lebenszeit sich so viele Würmer angesammelt haben, und die kommen dann alle in Tod, oder weil sie eben vor diesem Terpentin flüchten, lassen die sich freiwillig vom Körper ausscheiden, und also da werden die reinsten Schauermärchen, von Schauermärchen wird da berichtet, von welche Arten von Würmer man dadurch befreit wird, wenn man eben dieses Balsam-Terpentin zu sich nimmt, und wem das halt eben zu sauer, zu scharf ist, der kann eben dieses Baumharz nehmen, das heißt Kaupech, das ist schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden bekannt, und damit hält man einfach seinen Körper frei von so Parasiten, und dann kann man sich wieder fühlen wie ein neugeborenes Baby. Also für Frauen, die zum Beispiel eine freie, reine Gebärmutter wollen, wenn sie ein Kind haben wollen. Und man kann auch im Internet diese Berichte lesen von vorher, nachher, wie sich da die Frauen verändert haben. Das schaut unglaubliche Veränderungen. Zwar sprechen die psychisch davon, dass sie irgendwie gar nichts so mitbekommen haben, aber körperlich sieht man das so dermaßen von den Fotos.
Das ist wie, als ob man zuvor einen vertrockneten Strauch hingestellt hat und danach, nach einer Woche, nachdem die das genommen haben, schauen die aus wie ein blühender Blumenstrauß. Und meine Erfahrung ist zum Beispiel auch gewesen, also man kriegt viel besser seine Träume mit. Also dieses Baumharz ist ja der stärkste sekundäre Pflanzenstoff, den es auf der Erde gibt. Also damit werden halt die schlimmsten Wunden bei den Pflanzen geheilt. Und dieses Baumharz heilt natürlich auch die schlimmsten Wunden bei Menschen. Also erstmal, dass man von diesen Parasiten befreit wird. Und psychisch habe ich festgestellt, dass ich so Art meine schlimmsten Lebenserfahrungen, die ich irgendwie so ganz tief verdrängt habe, dass die dadurch so nachts hochgekommen sind, aber in dezenten Maßen. Und dann habe ich mich mit diesen negativen Lebenserfahrungen wieder aussöhnen können, so dass ich nicht mehr halt unbewusst so damit beschäftigt war, das ständig zu verdrängen, sondern man hat es dann eben mal in Ruhe betrachten können, nicht mehr hysterisch, sage ich mal. Und dadurch hat sich einfach diese ganze psychische Ballast aufgelöst. Also es macht auch die Psyche wieder frei und auch die Psyche wird dadurch gereinigt. Und wer also auf so eine unglaubliche Heilkraft der Natur nicht verzichten will, der sollte das mal probieren.